Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute Annalena Obermoser, Klaus Lederwasch und Mario Tomic von der ersten Grazer Lesebühne bei mir vom Mikrofon begrüßen. Seit Mai 2022 tretet ihr das Kollektiv Volt auf, meist in der Postgarage im Café. Die Grazer Lesebühne gibt es ja schon länger, seit 2013. Aber Volt ist ein ziemlich genau auf euch zugeschnittenes Format, weil der Name ist ja ein Akronym aus euren Vornamen. Nur heute fehlt der erste Buchstabe. Der Wastl ist leider nicht da. Und jetzt habe ich gleich meine erste Frage. Der Wastl, das ist ja sein Künstlername, steht für das V. Genau. Warum heißt ihr dann nicht Dolt? Was? Wie? Ah, du meinst wegen dem D vom Wastl? Genau. Weil das so? V seinem Nachnamen entnommen ist, seinem echten Nachnamen, der aber streng geheim ist. Über den man nicht reden darf. Nein, okay. Darüber reden. Also V steht für, darf man nicht sagen? Ja. O für Obermoser, L für Lederwasch und T für Tomic. Passt. So, und jetzt habe ich ein paar so Icebreaker-Fragen vorbereitet, die stellen wir immer. Und ich habe aber nur zwei, weil meistens sitzt nur eine Person oder zwei Personen von mir und heute ist so eine Massenveranstaltung. Deswegen habe ich mir noch eine selbstständig ausgedacht dazu. Aber Verena, du kriegst die erste Frage. Und zwar ist es so, ich gebe dir ein Begriffspaar und du musst aus dem Bauch raus sagen, was dir mehr taugt und warum. Okay? Mhm. Das ist nicht schwer. Also Kunst oder Kultur? Kultur. Und warum? Weil es vielfältiger ist, keine Ahnung. Ja. Okay. Es ist mehr, Kultur ist mehr. Okay, danke. Mario, Video oder Audio? Video. Warum? Einfach mehr Dimensionalität in der, im Ausdruck. Weil der Audio auch schon dabei ist. Genau, Audio ist mit dabei. Und man sieht deine Jogginghose. Ja, würde man im Video zum Beispiel genau. Kann man nicht hören, leider. Okay. Und Klaus, Waffel oder Becher beim Eis? Becher. Warum? Weil man Waffel zu süß ist. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde, wenn ich zahle, dann will ich mehr zum Essen. Okay. Also, ich werde euch jetzt bitten, euch kurz vorzustellen und ein paar einleitende Worte sagen. Falls ich irgendeinen Titel vergessen habe, bitte mich korrigieren, weil ihr seid sehr große TitelträgerInnen. Annalena Obermoser, du bestichst bei deinen Auftritten mit viel Gefühl und Dialekt, Poesie. Ich muss gestehen, ich verstehe nicht jedes Wort, das du verwendest, aber ist egal. Trotzdem schön. Das stimme dazu, das ist egal, ja. Du kommst aus Salzburg und 2015 konntest du als erste Frau den U20-Meistertitel für dich erringen beim Poetry-Meisterschaft. Bei den österreichischen, genau, U20-Poetry-Slam-Meisterschaften, genau. Ja. Und 2019 hast du dann die österreichische U20 Poetry Slam Anthologie herausgebracht. Mhm. Und jetzt, wie hat es dich aus Saalfelden nach Graz verschlagen und wann hast du dein erstes Gedicht oder deinen ersten Text geschrieben? Ich habe mein allererstes Gedicht vorgetragen auf einer Bühne mit 15. Das war damals in Salzburg in der Aage. Lustige Geschichte dazu, ich habe mich so geschämt dafür, als Jugendlicher Gedichte cool zu finden, weil es halt so am Land, es ist halt schon ziemlich weird, dass man Gedichte cool findet und deshalb habe ich gelogen und habe gesagt, ich fahre auf ein Konzert zu meiner Mama und ob ich dann danach bei einer Freundin schlafen darf. Im Endeffekt war es mein allererster Poetry Slam und damals waren total bekannte Slam-Menschen dort, Daniel Wagner, Theresa Hahl, Max Kennel und ich war so, keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Und bin dann im Endeffekt bis 3 oder 4 Uhr am Morgen mit denen versumpft und habe dann am Bahnhof durchgemacht und bin wieder zurück heimgefahren und habe niemanden je davon berichtet, dass ich auf einem Poetry Slam aufgetreten bin. Und das war damals so meine erste Schreib- bzw. Auftrittserfahrung. Geschrieben habe ich davor auch schon. Und über Umwege hat es mir dann im Endeffekt nach Graz geschlungen. Zuerst einen kurzen Ausflug nach Wien gemacht für Ausbildung, die ich dann erfolgreich abgebrochen habe und weil ich glaubt habe, dass in Wien ein cooleres, subkulturelles Milieu stattfindet, wo ich als Dorftrompel quasi irgendwie eine Gaudi habe und bin aber dann relativ schnell für mich draufgekommen, dass die Poetry Slam Szene in Wien doch auch elitär sein kann und habe mir dann gedacht, so Graz kenne ich gar nicht, da will ich eigentlich hin und habe dann durch ein paar Poetry Slams
die Szene da kennengelernt und habe mich einfach sofort voller willkommen und heimisch gefühlt und bin jetzt seit gut 8 Jahren, seit 2016 in Graz und war dann relativ schnell beim lokalen und einzigen Slam-Verein Plus dabei und war eben damals dann mit Mario und Klaus im Vorstand und da haben wir viel Sachen veranstaltet und auch so Jugendarbeit, Frauenarbeit und da ist dann einfach ziemlich viel losgegangen und da habe ich mir dann erst so richtig eigentlich künstlerisch entwickeln können und eigentlich auch wieder zum Dialekt gefunden, weil einfach die Szenenstimmung da so offen und frei war und wirklich jede Individualität gefördert worden ist. Also der erste Slam-Auftritt damals mit 15 war nicht im Dialekt? Nein. Ich habe, glaube ich, ungefähr die ersten 4 Jahre von meinem Poetry Slam-Dasein hauptsächlich auf Hochdeutsch geschrieben. Furchtbar. So jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn man sich die Texte so gibt oder durchliest oder irgendwelche in die alten Videos davon findet, es ist so, als würde man eine andere Person sehen. Für mich selber ist es so. Ich meine, was ein bisschen schade ist, also ich mag Dialektpoesie total gern, aber ich habe halt sehr viele Freundinnen mit nicht österreichischer Muttersprache und die schauen mir dann immer mit großen Augen an. Ja. Was? Ja, das ist ein großer Nachteil vom Dialekt, dass einfach massiv exkludierend ist. Also das ist aber schon auch immer ein Bewusstsein, das ich irgendwie mit mir mittrage, dass ich viele Leute damit ausschließe, aber dann wiederum, ich habe zum Beispiel letztes Jahr im März in Tschechien für das Österreich-Deutsche Literaturinstitut auftreten dürfen und die waren so, hey, soll ich deutsche Texte für die Studis mitbringen? Und ich war so, hab ich nicht. und ich habe dann bin einfach auf Dialekt auftreten und ich glaube, wenn man einfach so diese Connection eingehen mag auf der Bühne oder die Präsenz zeigt, dann ist es manchmal wirklich so egal, was ich eigentlich sage. Weil auch wenn ich es jetzt auf Hochdeutsch sage, ist es nicht immer unbedingt, dass die Message so hängen bleibt, weil ich der Überzeugung bin, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin sowieso das mitnimmt, was sie gerade in dem Moment braucht oder hört. Und dass es dann gar nicht so drauf ankommt, ob das jetzt wirklich jedes Wort verstanden wird. Okay, Klaus, ich habe mich, also du bist Schriftsteller, Slam-Poet, Dialektautor, Liedermacher und Tierdichter. Das steht auf der Seite vom Literaturhaus Graz. Und 2012 wurdest du österreichischer Meister im Poetry Slam und 2017 mit dem Team Kevin, gemeinsam mit Agnes Meyer, österreichischer Teammeister. Wie bist du jetzt zum Schreiben gekommen und was ist eigentlich ein Tierdichter? Ich habe die Berufsbezeichnung vorher nicht gekannt. Na, ich wusste ja gar nicht, dass das eine Berufsbezeichnung ist. zum Schreiben bin ich sehr früh gekommen eigentlich. Ich habe schon als Kind einfach Gedichte geschrieben, viele für mich, die ich noch alle besitze in Handschrift. Und du hast sie nicht geniert, so wie die Annalena. Ich habe sie nicht vorgelesen, ich habe sie für mich geschrieben. Ich habe sie erst später irgendwann dann vorgelesen. Und dann habe ich immer eigentlich für mich geschrieben, aber hätte nie mit dem Gedanken gespielt, das irgendwann einmal auf einer Bühne vorzutragen. Und irgendwann mal, also vor einigen Jahren, dann per Zufall hat es im Rahmen der Regionale damals so einen Wettbewerb gegeben, online. Da konnte man online Gedichte in einem arabischen Versmaß verfassen und einreichen und das wurde dann im Internet abgestimmt und die Gewinner, bla bla bla, konnten sich für einen Poetry Slam qualifizieren und dann wurde ich eingeladen und bin dorthin gefahren und wusste aber nicht, was ein Poetry Slam ist. Ich bin einfach hingefahren und habe mitgemacht und es hat eigentlich recht gut funktioniert und dann bin ich dort hängen geblieben. Dem mache ich das. Ja, und Tierdichter oder wahrscheinlich, weil in dem einen oder anderen Text von mir Tiere vorkommen. Ja, ich finde, das passt. Du bist ja selber mal als Fledermaus aufgetreten, kann ich mir erinnern, in einem super schicken Kostüm. Ja. Und das Einhorngedicht, also die Einhornballade, die kann ich mir auch gut erinnern. Ja, ja, das eine oder andere gibt es da, ja. Mario, du bist Gründungsmitglied der ersten Grazer Lesebühne. Und Obmann vom Verein Plus, performt der Literatur und Slam. Du moderierst und kuratierst mehrere Lesebühnen und Slam-Formate, unter anderem den Hörsaal-Slam an der Grazer Uni oder den Slam an der Mur in Bruck, am Dachbodentheater. Du bist zweifacher steirisch-kärntnerischer Landesmeister im Poetry Slam, das war 2012 und 2014, sowie österreichischer Vizemeister 2012. Im Rahmen des
Öslems wurdest du zweimal in Folge zum besten Moderator gekürt, 2017 und 2018. Stimmt das? Stimmt, ja. Aber muss man nicht jammern. Wie bist du zum Poetry Slam gekommen? Ich glaube, Poetry Slam ist irgendwie, weiß ich nicht, also so ganz konkret weiß ich es nicht. Das ist irgendwie als Begriff schon da gewesen. Ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt hatte und bin mehr oder weniger durch Zufall drauf gekommen, dass es in Graz damals in den Minoriten einen Poetry Slam gegeben hat. Wisst ihr jetzt eigentlich, was Poetry Slam ist? Bitte? Wisst ihr jetzt, was Poetry Slam ist? Nein, ja, ein Rätsel. So, es wandelt sich ja die ganze Zeit an und für sich so. Auch das, was es halt heute ist, ist ja nicht mehr das, was es vor 10 Jahren war. Dazu komme ich noch, ja. So auch. Ja, wie ich aber dazu gekommen bin, war ursprünglich wollte ich mich beim Kleinkunstvogel anmelden, im Theater 2008, 2009, keine Ahnung, so um den Dreh herum, hab's aber vor mir hergeschoben, bis dann irgendwann die Anmeldefrist verstrichen ist, so. Und dann war ich aber so sauer auf mich selbst, dass ich das nicht gemacht habe oder den Mut nicht hatte, mich dort anzumelden. Und dann habe ich sehr händeringend danach gesucht, nach irgendeinem Ersatzerlebnis, was mir das doch irgendwie kompensieren kann. So dieses, ich will jetzt nicht der Versager sein, der sich nicht getraut hat, sich da anzumelden und jetzt ein ganzes Jahr warten muss. Und in Anbetracht dessen habe ich mir gedacht, okay, das irgendwo muss ich einen Auftritt herbekommen. Und das war dann lustigerweise ein Poetry Slam und dann bin ich da quasi per Zufall dazu gekommen, ohne wirklich zu wissen, was es ist, obwohl es irgendwo abgespeichert war, Poetry Slam, keine Ahnung, Spoken Word, so. Aber hattest du die Texte schon in der Schublade oder, also auch für den Kleinkunstvogel? Na, das war dann so, wenn ich mich richtig erinnere, es war Jänner oder so, wo diese Anmeldefrist verstrichen ist. Und da habe ich geschaut, wann was es dann gibt. Das ging dann bis in den Februar hinein vielleicht. Und dann habe ich gesehen, okay, es ist ein Poetry Slam. Der sollte dann im März sein und bis dahin habe ich dann 2 Texte geschrieben. So. Bin dann aber auch nicht aufgetreten. Da habe ich das Gleiche eigentlich wieder angewendet wie bei dem Kleinkunstvogel. Indem ich meine Route bis dahin sabotiert habe, um wieder zu spät zu erscheinen. Konnte es mir dann aber vor Ort anschauen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann komme ich nächstes Mal ein bisschen besser vorbereitet. Und bist du? Und dann bin ich wirklich auch rechtzeitig dahin gekommen und habe mich angemeldet. Ja. So. Und dann? Ja, und dann halt jedes Mal wieder. Also so nach der ersten Erfahrung, dann, die war dann irgendwie im Juni, denke ich. Habe ich es kaum erwarten können, bis dann der nächste Slam ist. Und da war aber dann noch die Sommerpause dazwischen und weiß ich nicht. Und das hat ewig lang gedauert. Und seitdem habe ich einfach da keinen Slam mehr ausgelassen. Und jeder war irgendwie, also jedes Event war dann die Deadline quasi für neue Texte automatisch. Und so ist es dann gekommen. Ja, 4-5 Mal im Jahr. Darauf warten, bis man dann endlich mal diese Möglichkeit hat, auf die Bühne zu gehen. Und das Ganze halt 2 Jahre lang oder sowas. Und dann haben wir schon selber angefangen, öfter was zu machen und so. Ja. Bei euren Auftritten als Volt definiert sie den Poetry Slam irgendwie neu. Es geht ein bisschen anders zu. Mario, du wirst ja auch der Erfinder, das habe ich alles von der Seite von Literaturhaus Graz. Aha. Aber du hast es mir auch schon mal erzählt. Freudig. Der Erfinder des Slam-Theaters genannt. Ja. Und ich durfte ja schon 2-3 Ausgaben selbst mit ansehen und bin sehr dankbar dafür. Was unterscheidet eure Volt-Performance von herkömmlichen Poetry Slams? Generell, es ist überhaupt gar kein Slam. Also es ist einfach eine sehr freie Bühne mit einem Slam-Hintergrund, insofern, dass wir uns alle über Slam vernetzt haben miteinander, dass überhaupt diese Kombo entstanden ist. Es hat sich sehr viel dann gerade durch diesen Lesebühnengedanken, der von Anfang an, wo wir quasi die Szene aufgebaut haben, schon ein gesonderter Gedanke war oder ein gesonderter Versuch,
Slam Poetry als Kunstform, aber auch Literatur als solche einfach weiterzudenken oder einfach mal ein bisschen zu experimentieren. Und das Lesebühnenformat als solches war schon sehr früh klar für uns, dass es, dass wir das gesondert behandeln im Vergleich zu Slam. Es muss keinen Slam-Bezug haben. Es ist halt unser verbindendes Element irgendwo aus dem Ursprung heraus. Ihr kriegt Stichworte, ja, das die ihr auch nicht immer benutzt. Mit Slam zum Beispiel gar nichts zu tun oder so. Also es ist ein paar Performances, die wir als Einzelne machen, könnte man halt auch bei einem Slam machen. Und die Kunstform als für jede Person individuell hat schon natürlich irgendwas damit zu tun. Aber wenn man jetzt das nimmt, was Klaus macht oder was die Annalena macht oder was der Wastel macht, das sind halt super unterschiedliche Sachen und nicht alles ist klar dem Slam einzuordnen. Mhm. Also gerade die musikalischen Sachen und so weiter und alles mit Requisiten widerspricht ja den Regeln. Genau. Und das ist, magst du mal kurz umschreiben, wie es zugeht bei Volt? Also nicht zu genau, aber du machst es ja bei jeder Veranstaltung. Es gibt einen Würfel. Es gibt zwei Würfel, gibt genauer zwei. Gesagt. Gibt es immer noch zwei Würfel? Ja. Genau, zwei. Es gibt mehrere sogar, aber zwei werden immer zum Vorschein gebracht. Und der eine Würfel ist halt so ein Würfel mit Kategorien oder Genres oder je nachdem, wie man möchte. Und mit dem erwürfeln wir quasi, was der nächste Challenger ist für die nächste Ausgabe. Da gibt es ja Song. Genau, es geht dann von ganz leicht, also so. Ja. Text, Song. Teamtext gibt's, es gibt Battle gibt's noch? Es hat einmal das Battle gegeben, aber ich glaube, das haben wir rausgenommen. Ja, haben wir rausgenommen. Catch haben wir. Referat. Stand-up. Und über die Zeit haben sie halt so extra Challengers-Genres noch hinzugegliedert, wie Musical haben wir schon mal gehabt, Reality-TV haben wir gehabt. Und da sind schon viele verschiedene Sachen. Und der zweite Würfel würfelt dann die Person aus, beziehungsweise das Duo, beziehungsweise alle vier, je nachdem, der Würfel kann das bestimmen. Also bei den Genres ist eigentlich nur eines vorhergesehen, dass es, falls es erwürfelt wird, von uns allen vieren präsentiert wird, der Challenger. Das sind dann diese umfangreichen Sachen, wie dieses Musical, was wir gemacht haben und, und so. Genau, und das Publikum gibt die Stichwörter. Muss. Ja. Damit einfach sich dieser Challenger auch inhaltlich mit Begriffen füllt oder halt unsere Kreativität dann irgendwie quasi in eine Richtung inspiriert werden kann. Ja. Genau, und jeder von euch tritt pro Abend zweimal auf? Ja, im Normalfall. Im Normalfall, ja. So, Pi mal Daumen, das ist so eine. Aber einmal mit der Challenge und einmal mit dem. Je nachdem, wer von der Challenge getroffen wird. Also wenn man jetzt, zum Beispiel für die nächste Ausgabe, die am 26.04. stattfindet, gibt es das Sondergenre, ein Referat halten. Und ich bin dafür ausgewürfelt worden. Das heißt, ich werde bei der nächsten Ausgabe ein Referat halten dürfen und wird quasi die zweite Hälfte mit diesem Special eröffnen und trotzdem aber mir vornehmen, für die erste Hälfte trotzdem noch einen kreativen Beitrag zu leisten. Und die drei Jungs, die von der Challenge quasi verschont wurden, die können sich jetzt so nach ihrem kreativen Output einteilen, werden sie jetzt zwei Dinge, drei kleine Dinge oder ein, aber normalerweise ist es eigentlich immer so, dass wir meistens zwei Beiträge pro Person berechnen. Hallo, mein Name ist Lydia Bissmann. Ich moderiere ab und zu den Kunstfunken, den Podcast für Kunst und Kultur Steiermark und schreibe auch Artfaces. Und ich darf jetzt auf das kommende Artface hinweisen. Da geht es um Orhan Kipchak. Und das erscheint jetzt. Es gibt die Meinung, dass politische Korrektheit und Humor nicht zusammenpassen. Also das ist eine These, ich teile sie nicht unbedingt, weil vor allem, wenn man zu euch geht, kriegt man das Gefühl, also ich kriege das Gefühl, dass ihr das überhaupt nicht ausschließt. Und Klaus, vielleicht magst du das beantworten, wie schafft ihr das, dass ihr schon witzig seid? Weil Witz entsteht ja immer aus einer gewissen, da braucht man ja keine Samthandschuhe dazu, aber ihr bleibt trotzdem immer auf einer Linie, die
okay ist. Wie wir das schaffen, das weiß ich nicht. Wenn es so ist, dann ja, freue ich mich. Also, ihr thematisiert es ja, also du nicht, aber es ist ja oft auch Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt politisch korrekt bleiben. Definitiv nicht. Vielleicht passiert es uns einfach. Na, wir versuchen halt einfach. Es passiert euch, dass ihr politisch korrekt bleibt. Möglicherweise. Ja, zufällig passiert es mal, ja. Kann schon mal vorkommen. Aber es ist nicht das Ziel. Nein, es ist nicht das Ziel, dass wir jetzt auf all politisch korrekt sind. Wenn so ist, dann ist es so. Aber eigentlich vielmehr ist es uns manchmal schon ein Anliegen, dass wir vielleicht doch nicht ganz so politisch korrekt bleiben und schon Sachen ansprechen, die sie vielleicht andere Künstler, Künstlerinnen momentan nicht ansprechen dran. Ja, das kommt hin. Ne? Ja, also es ist wenig Vorsicht dabei. Das also, stimmt, ja. Sehr wenig. Ja, also ich unterscheide dann immer zwischen korrekt und politisch korrekt. Und das politisch Korrekte ist halt etwas, was beiläufig kommt. Und das Korrekte ist aber die Absicht so. Und wenn etwas inhaltlich korrekt ist, dann nehmen wir uns öfter mal das Recht heraus, das Politische auszudehnen. So. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, ob man, also man kann ja treten beim Witz, ist schon okay, aber es kommt darauf an, wohin. Und wenn man nach oben tritt, ist es für mich okay. Und ich finde, was wir ja schon auch, oder ich finde, wir als Kollektiv haben ja auch Merkmale, mit denen wir spielen und Attribute, wo wir uns ja dann gegenseitig diese Witze, sage ich mal, irgendwie austeilen und dadurch ja jetzt einfach nicht so viel Acht geben wird auf die politische Korrektheit per se, sondern einfach mehr auf dieses freie Lachen können, lachen dürfen über alles, was halt einfach witzig ist. Und dass man da, dass die Vorsicht dann nicht unbedingt da ist, jetzt irgendjemanden auf die Schuhe zu treten, weil wir uns ja oft quasi dann unseren eigenen Merkmalen auch auf die Schuhe treten. Ja. Und ich glaube auch immer, dass am Publikum das auch zuzumuten ist, im Sinne von, sind wir jetzt quasi wirklich irgendwie, war nicht, fetten, verarschende Arschlöcher, weil wir jetzt in unserem Reality-TV sehr viele dicken Witze drinnen haben. Oder sehen sie uns an und denken sich, ja, okay, die dürfen vielleicht, also die können jetzt irgendwie dicken Witze machen oder so. Also ich glaube, dass man schon auch das den Publikum zumuten darf, ob das jetzt dann quasi jetzt wirklich unter die Gürtellinie geht oder ob man einfach gemeinsam über was lachen kann, was einmal unter die Gürtellinie gehen darf. So. Ja. Und es gibt dann aber auch tatsächlich den Diskurs auch teilweise danach und das Feedback und keine Ahnung, wir hauen dann nicht irgendwie ab, sondern sind die ganze Zeit da und holen uns auch das direkte Feedback auch wieder ab, auch wenn es weh tut und auch wenn man dann diskutiert und auch wenn es, also das soll es auch geben. So, ein bisschen auch Grenzen irgendwo austesten, ein bisschen auch die Leute vielleicht triggern, auch absichtlich. Das muss drin sein. Es gibt auch immer eine Triggerwarnung vor. Ja, stimmt, aber du beschimpfst das Publikum mal regelmäßig, ausführlich. Das, genau. Von Anfang bis Ende. Und es werden immer mehr BesucherInnen, also. Ja, es gefällt ihnen. Wir geben ihnen ja die Liebe zurück. Das ist Zuckerbrot und Peitsche. Ach, Beschimpfungen, das. Also ich schimpfe ja gar nicht wirklich. Ja, forderst sie heraus. Ein bisschen schon, aber. Du hast nicht, also du hast oft recht, also passt eh. Außerdem kann man ja zurückschimpfen, die Möglichkeit gibt's. Ich würde es nicht empfehlen, aber es gibt sie theoretisch, ja. Ja. Auch praktisch, Man kann dort, also das wird auch gefordert und gefördert. Ja, ey, wenn man es drauf anlegt, kann man es machen. Ich würde empfehlen, immer vorher aufs Klo zu gehen, weil im Postgarischen Café gibt es eigentlich keine Bühne und der Platz, der die Bühne ist, was eigentlich auch sehr schön ist, weil es sehr, sehr direkt und intim, ja. Man ist auf einer Ebene mit euch. Und man muss aber, wenn man aufs Klo muss, über die Bühne gehen. Ja. Macht ja nichts. Es ist ziemlich ein menschliches Bedürfnis. Für alle anderen ist es ziemlich lustig. Also man wird dann gleich verwendet. Natürlich, letztes Mal war das sogar mal im Positiven. Da war eine Person auf Toilette und ich habe zufällig noch moderiert, während ich gehört habe, dass die irgendwie am Rauskommen ist und habe das Publikum dazu animiert, halt komplett auszurasten, sobald die Person dann wieder zurückkommt. Und es muss
hoffentlich, also das war zumindest die Absicht, dass es eine schöne, schöne Perspektive war für die Person, die da rauskommt. Das ist deren Moment. Also genau, ihr Moment, 15 Minuten rufen für jeden. Ja. Okay. Klaus, ihr seid irgendwie ja auch so, ich weiß nicht, ich denke mir immer, ihr seid so MultifunktionskünstlerInnen. Ihr könnt singen und selbst wenn ihr es nicht könnt, ihr tut es. Ihr könnt Text, ziemlich gut texten, dichten und halt perfekt, also ziemlich super vortragen. Und es gibt ja oft so AutorInnen, die super schöne Texte schreiben, aber halt bei einer Lesung schlaft man ein oder der Text kommt ganz anders, weil ich, für mich sind es zwei verschiedene Berufe, Lesen und Schreiben. Aber was passiert eigentlich mit euren Texten nach den Auftritten? Weil du hast erzählt, du hast noch alle Gedichte von dir. Was passiert mit Slam-Texten oder lebt diese? Ist es eine Literatur, die einfach vom Moment lebt und sagt, okay, was ist dafür gemacht? Sowohl als auch. Also es gibt Texte, die werden tatsächlich, also die ich zum Beispiel nur ein einziges Mal vortrage. Das sind meistens die, die mir dann selbst nicht so gefallen haben oder von denen ich nicht so überzeugt war und mir gedacht habe, okay, muss man nicht nochmal. Ansonsten, wenn es Slam-Texte sind, die kann man ja immer wieder aufführen bei unterschiedlichen Poetry-Slam-Veranstaltungen. Manche Texte werden veröffentlicht. Wir haben ja auch mit der Lesebühne schon eine Anthologie rausgegeben. Andere Texte wiederum, die zum Beispiel das Musical, das möchten wir gerne ein weiteres Mal aufführen, weil man so denkt, das wäre ein bisschen schade, den ganzen Aufwand, und das war ja anscheinend auch recht lustig, das einfach so dann irgendwo ruhen zu lassen, das würden wir gern nochmal aufführen, aber die meisten Texte, die kann man ja immer wieder verwenden und auch vielleicht manchmal abändern, weiterentwickeln, wie man möchte. Hast du die eigentlich, habt ihr die am Computer oder gibt es eine Schachtel, wo ich die reinstecke? Beides. So wie mit den Rechten. Digital am Computer und ich habe tatsächlich eine Schurchschachtel, wo ich einfach so die zusammengelegten Texte willkürlich reinhaue. Echt? Und jedes Mal, wenn ich dann für einen Auftritt wieder einen Text suche, ist es so mühsam, weil ich jeden Text außerglaub auseinanderfällt und nein, das ist auch nicht. Und dann bin ich dann nicht so strukturiert, aber es gibt vielleicht Menschen, die haben da mehr Auge. Ja, immerhin hast du eine Schachtel. Ja. Eine Schachtel ist immerhin total lieb. Schachtel. Ja. Lernt ihr die Texte eigentlich alle schon auswendig, weil ihr tragt ja bis auf ab und zu frei vor? Der Wassel ist jemand, der gerne abliest, wenn er neue Texte hat. Ja. Das kann man eigentlich sagen. Nein, also der macht wirklich sehr gerne auswendig eigentlich. Ja, aber so eine Mischung. Ein also, ja. Also ich finde, das ist noch für mich gefühlt der was am meisten oder am öftesten, wenn ein Textblattl mit einem Textblattl an der Hand dasteht. Du als Moderator hast natürlich auch, wenn du dann künstlerisch noch was beiträgst, quasi auch an deinem Tisch noch vielleicht Zettel liegen. Ja, okay, in meinem Gefühl ist es irgendwie so, dass alle eine Mischung machen. Ich für meinen Teil habe noch nie was abgelesen an der Lesebühne. Genau. Also bevor ich über andere sprich, will ich vielleicht wieder zurück zu mir kommen, weil ich habe noch nie einen Text tatsächlich vorgetragen, ablesend. Okay. Also ich in letzter Zeit hin und wieder, früher habe ich immer auswendig gemacht und ich habe keine Schuhschachtel, weil ich nicht mehr einen Drucker habe und die meisten Texte nie ausgedruckt habe. Und manche hatte ich lange Zeit auch nicht am Computer, weil ich es mir einfach gemerkt habe und die habe ich nur auswendig mit mir rumgetragen und irgendwann habe ich begonnen, die zu übertragen auf den Computer und das hat mich dann irgendwie fadisiert, weil ich nicht so schnell im Tippen bin. Aber irgendwann habe ich mich dann dahinter geklemmt und habe Texte versucht, wirklich einzutippen. Und jetzt habe ich so ziemlich alles am Computer auch. Ja. Und auch fast alle Texte, die wir in den mehr als 10 Jahren Lesebühne gesammelt haben, weil wir viele Theaterstücke etc. schon gemacht haben, die haben wir auch alle gesammelt und alle archiviert. Ja, geil. Ja, bei mir ist das eher so, auswendig mache ich so die gereimten Sachen und gelesen werden eher so Storytelling. Also so, wenn es performativ ist, dann auswendig. Und wenn es eine Geschichte ist, dann gelesen. Mhm. Also das ist so bei mir die Faustregel. Manchmal sitzt der Text halt noch nicht und ich muss ihn deswegen lesen. Ja, das kommt mal vor, aber in der Regel sind die
sind die performativen Sachen auswendig. Aber genau, wie frisch sind die Texte jetzt zum Beispiel für eine Voltlesung? Also die Faustregel ist pro Person ein frischer Text, ja, und der andere kann auch irgendwo aus dem Repertoire sein. So, das ist mehr oder weniger die Faustregel, die wir haben. Und wie lange braucht ihr denn zum Auswendiglernen? Weil das ist ja... Ach. So je nach körperlicher Verfassung. Mir ist es meistens so, kurz nachdem der Text fertig ist eigentlich, weil man im Schreibprozess, wenn ich jetzt so einen Text schreibe, der sich reimt und so, wo ich weiß, den mache ich später, ja, auswendig, dann passiert das im Schreibprozess sehr oft, dass man wiederholt, dass man sich einwiped. Das habe ich beim, wenn ich Prosa schreibe, eher nicht, dass ich da die ganze Zeit quasi den ganzen Text durchgehe. Ja, das ist bei mir auch so. Also meistens, wenn der Text fertig ist, dann kann ich ihn auch schon auswendig. Echt? Und dann, ja, schon, ich merke mir es beim Schreiben. Nur dann muss ich ihn halt noch üben und einfach schauen, okay, wo muss man die Akzente setzen, betonen etc. Wie klingt er dann wirklich, wenn man ihn vorträgt? Aber den Text selbst, den habe ich mir eigentlich schon beim Schreiben gemerkt. Und jetzt eine Frage, weil ich denke mir, das ist die ganze, also ich persönlich habe eigentlich kein Problem, vor Menschen zu reden, aber ich würde mich, also ich, allein beim Gedanken daran, einen Poetry Slam vor Publikum zu machen, habe ich die Hose voll. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen kann. Ist das einfach eine Technik oder was würdet ihr mir zum Beispiel empfehlen, wie geht man das an? Beschimpft die Leute einfach. Ich glaube, das ist einfach Übung. Also das ist, ich glaube, dass je, also eine gewisse Nervösen und eine Aufregung, glaube ich, hat jeder. Also und jeder, auch wenn wir schon lange auftreten, ist es trotzdem immer kurz vor Stage Time ein bisschen so wuhu, und man hat so innerliche Anspannung. Und das ist aber großartig, weil ich finde, die Energie braucht es irgendwie immer, weil es geht ja um was. Also du hast schon recht, das ist ja tatsächlich was Intimes, Großes, Witziges, Mutiges auf eine gewisse Art und Weise, wenn man sich einem Publikum präsentieren darf. Und ich habe aber für mich selber ein bisschen so den Eindruck, es vergeht mit der Zeit die große Aufregung, wahrscheinlich deshalb, weil du es immer öfter machst und einfach eine Sicherheit erlangst, also so diese Bühnensicherheit mit der Zeit, weil du Erfahrungen machst, dass hoppala, jetzt habe ich mir meinen Text vergessen und es ist nichts passiert. Es war vielleicht kurz unangenehm, aber deshalb bin ich jetzt nicht gestorben. Ich wäre fast hinkugelt, ich habe mein Mikrofon nicht richtig eingerichtet, komplettes Blackout gehabt, habe während dem Text rülpsen müssen. Also so diese Sachen, die passieren halt einfach irgendwann. Und wenn du das aber alles quasi irgendwann mal durchgespült hast, dann ist es irgendwie so, dann hat man eine Sicherheit und dann denkt mich so, was soll schon passieren? Also ich bin ja jetzt da und ich biete mich ja an, mein, alles, was ich bin. Und da darf auch hoppala passieren, da darf ja nervös sein, da darf ich stottern so, weil wie du sagst, im Publikum sitzen wahrscheinlich 99%, die sich selber denken, so fuck, da draußen jetzt okay, auf der Mikro stehen, habe ich die Hosen voll, so. Oder mir bleibt kurz das Hirn stehen, keine Ahnung. Okay. Und ich glaube, dass die Show einfach viel mit einspült. Also es ist mit Sicherheit Erfahrung, Sicherheit gewinnen. Und unterm Strich war ein bisschen einfach so, sie nichts scheißen, weil, ja, was soll passieren? Und dann aber auch, glaube ich, was auch noch einen wichtigen Punkt spielt, ich bin immer dann massiv aufgeregt, wenn mir der Text einfach was bedeutet, wenn ich mir denke, so, man, das ist jetzt cool und ich möchte es einfach gut hinkriegen. Und das wiederum ist ja eigentlich ein recht schöner Motivator, dass man denkt, so, mir geht es ja jetzt eigentlich um was. Weil wenn es mir um nichts gegangen hat, dann bin ich wahrscheinlich maximal nervös, weil man denkt, jetzt werde ich mich gleich sicher voll blamieren. Ja. Aber im Umkehrschluss ist es ja eigentlich cool, wenn man ein bisschen aufgeregt ist, weil es geht. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Und es wird immer leichter, umso mehr Leute im Publikum sitzen, habe ich das Gefühl. Ja, umso mehr drinnen sitzen, desto einfacher wird es. Ja. Schwierig ist vor 2 Leuten, vor 5 Leuten, was wir auch schon hatten. Aber umso mehr sind, umso mehr Feedback bekommt man vom Publikum. Also weil mehr Energie im Raum ist. Genau. Genau. Ja. Und wenn jetzt nur wenige Menschen im Publikum sitzen, bekommt man, da trauen sich die Menschen auch weniger lachen zum Beispiel oder zu zeigen, wie es ihnen gerade geht. Und dann schaut man die Leute an und man kriegt nichts zurück. Und wenn jetzt viele drin sitzen, dann kann man halt einfach, wenn sich jemand nicht bewegt, auf den nächsten schauen und so, bis man jemanden findet. Ah, ist es eigentlich, wenn ein Witz nicht zündet? Also
habe gestern nachgedacht, mir ist keine einzige Situation eingefallen, wo das bei euch so gewesen wäre. Aber wie geht es euch da, wenn ein Witz einfach nicht witzig ist? Also ihr erinnert mich an eine Situation, wo der Bastl tatsächlich einen selbstgeschriebenen Witz, irgendwas mit einem Magier und der und noch was geht in der Bar hin. Und ich habe mir nicht gemerkt, diesen Witz, aber der Witz ist wirklich gar nicht angekommen. Also der Bastl war dann so, hä, das war jetzt der Witz und niemand aus dem Publikum hat reagiert. Aber allein, weil er selber so stolz war auf diesen Witz und dann voll zum Lachen angefangen hat, ist jetzt nicht so gut angekommen, oder? Das hat dann schon wieder ein bisschen so das Eis gebrochen, das Publikum hat eigentlich voll gelacht. Und für uns wiederum war es dann, ich war es nämlich nur an dem Abend, habe ich zum ersten Mal ein Stand-up vortragen dürfen. Mhm. Und das war für mich dann wiederum ein perfekter Start in dieses Stand-up. Einfach zu sagen, von wegen so, hey, schlimmer wie was, das selbstgeschriebener Witz kann es eigentlich nicht werden. Und das war dann eigentlich ein doppelter Icebreaker. Und damit hat es eigentlich wieder passt. Okay. Also so als kleine Anekdote. Voll. Es passiert aber also voll oft eigentlich, dass Witze untergehen. So, oder dass man nicht die Reaktion bekommt, die man erwartet hätte, oder dass man gar keine Reaktion bekommt. Das fällt einem halt nicht auf, wenn man es aus Publikumssicht betrachtet. Fällt dir gar nicht auf, dass ein Witz nicht funktioniert hat. Du denkst einfach, ja, die Person führt halt irgendwo hin. So, es muss ja auch nicht zwingendermaßen witzig sein, dass man, was man macht. Und blöd wäre es halt, wenn man sich wirklich einen Lacher erwartet und dann so eine Kunstpause ansetzt, damit die Leute lachen und dann lacht keiner und das wäre halt peinlich, aber so etwas passiert dann ja eher nicht. Eher nicht, also ich kann mich dann erinnern. Ja. So, und jetzt apropos großes Publikum, die letzte Frage. Die letzte Frage, wo würdet ihr gerne auftreten, wenn ihr euch das aussuchen könnt, in Graz oder woanders? In welcher Location würdet ihr gerne performen, als Kollektiv Volt? Schlagerpark in Wörthersee. Mit Musical? Oder mit diese große Bühne, wo, keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Wie viele Leute gehen da rein? Stützt es euch einfach vor. Ja. Direkt Seebühne. Ja. Wörthersee. Quasi die österreichische Copacabana. Geil. Nein, nicht ernst gemeint. Mal schauen. Also mir gefällt in Graz, gefallen mir die Käsematten oder auch Domenberg, das stimme ich dazu. Finde ich schon sehr angenehm. Also würde ich mir angenehm vorstellen. Ja, eigentlich wäre das einzig reizvolle Käsematten vielleicht, ja. Vielleicht. Also, sonst. Das einzig reizvolle? Ja, was mit der Opa? Absolut. Mit der Opa. Ja, also wenn die Leute jetzt wirklich Lust drauf haben, sollen die uns doch buchen, ha? Dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde es tatsächlich reizvoller, so verrückte Locations. Also in Graz fällt mir da jetzt gar nicht so viel ein, aber so, oder doch schon, zum Beispiel ein Schloss St. Martin, eine ganz alte Form von der Lesebühne oder quasi ein zusammengewürfeltes Sammelsurium an Künstlerinnen hat da oben mal in diesem Kellerbunker quasi auch was aufgeführt. Also ich finde solche Locations ja, dann einfach, genau, einfach dann auch cool. So schräge, intime Räume, fast reizvoller oder interessanter als jetzt tatsächlich die Schlagersee-Tribüne. Oh, die hat schon was. Also ich finde. Ja, voll. Irgendeine außergewöhnliche Location, die gar nicht dazu gedacht ist, dass er so. Ja. So einfach ein Fleckchen Erde bespielen. Fleckchen Erde bespielen. Zu den Leuten kommen. Ja. Es gibt ja auch so die Möglichkeit, dass du einfach irgendwo eine Location vorfindest und da bleibst du stehen und dann machst du irgendwas draus. Also sehr gern hätte ich früher auch immer gern auf der Burggrüne Göstin gespielt zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, die ist jetzt geschlossen. Die ist jetzt geschlossen wegen Desolation. Genau. Ich freue mich sehr. Ich lade alle herzlich dazu ein, vorbeizuschauen. Unbedingt. Vor allem in der Postgarage im Café. Vor Hallelujah, unbedingt. Ja. Oder halt trauen, je nachdem. Ja. Ja. Genau. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke dir für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Cut.
produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.